Herr Präsident, Herr Vizepräsident, Exzellenzen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte mich zunächst natürlich erstmal beim heutigen Gastgeber, der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, bedanken dafür, dass ich auch als Filmemacher und Medienunternehmer die Möglichkeit bekomme, in so einem gut besetzten, sowohl von den Themen, aber auch von den Referenten und Teilnehmern, Forum, das sich vor allem mit einem so wichtigen Thema auseinandersetzt wie der Biodiversität, und dass ich auch hierzu vortragen kann und die Möglichkeit habe, einen Ausschnitt aus unserem Film vorzuführen. Sie haben soeben Ausschnitte aus dem Film Unsere Erde gesehen. Und wenn man diese Sequenzen sieht, denke ich, dass man durchaus verstehen kann, dass Bilder manchmal mehr sagen können wie Worte alleine oder gar möglicherweise auch Statistiken. Das gilt vor allem für das Thema dieses Kongresses, nämlich was wir für die Erhaltung der Artenvielfalt tun können. Unsere Erde zeigt die Erderwärmung, das Abschmelzen der Pole und den stetig steigenden Meeresspiegel deutlich, anschaulich, fast schon, muss man sagen, ästhetisch, und illustriert dabei viele Themen, mit denen Sie und wir uns heute hier auch beschäftigen werden. Ich möchte Ihnen kurz einige Hintergründe zu diesem Großprojekt erläutern und dabei auch zeigen, wie man mit dem Medium Film politisch bedeutende Botschaften den Menschen erfolgreich vermitteln kann. Unser Anliegen war es, die Schönheit, Vielfalt, aber auch die Zerbrechlichkeit der Natur sichtbar zu machen, ohne dabei den Zeigefinger zu erheben. Trotzdem haben wir eine klare Botschaft: Wenn wir nichts ändern, werden wir den Reiz und die Ästhetik dieses Planeten nicht mehr lange vorfinden. Als Unternehmer und Produzent sehen wir uns dabei als Ergänzung zu Ihnen, den Politikern, Wissenschaftlern und Umweltschützern. Insofern findet auch hier eine arbeitsteilige Artenvielfalt statt. Unsere Erde ist eine Koproduktion zwischen der BBC, der Greenlight Media AG. Entstanden ist das ehrgeizige Projekt und nebenbei der aufwendigste Dokumentar-Kinofilm aller Zeiten über einen Gesamtzeitraum von 5 Jahren. Die Dreharbeiten und die Auswahl der Drehorte sind dabei nicht Folge einer zufälligen kreativen Idee, sondern Ergebnis einer langjährigen und planvollen Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Regierungen und Institutionen wie dem National Trust for Nature Conservation, dem Norwegian Polar Institute und dem Yosemite National Park, um nur einige zu nennen. Zunächst haben wir, Regisseure und Produzenten, allein 2 Jahre recherchiert und die Themen entsprechend vorbereitet. Wir haben uns mit Wissenschaftlern zusammengesetzt, Seminare besucht und dabei entsprechend Themen auch zusammengestellt und gesammelt. Herausgekommen ist das Konzept, eine geografische Reise vom Nordpol zum Südpol zu unternehmen, wie auch aber durch die Jahreszeiten, mit der Sonne als eine ständige Quelle unseres Lebens. Die Sonne erzeugt den Wandel der Jahreszeiten und ist Basis für die Lebensbedingungen der Tiere und Pflanzen. Die 3 Tiere, Eisbär, Elefant und Wal, repräsentieren hierbei 3 globale Probleme, nämlich Erderwärmung, Ausbreitung der Wüsten und Verschmutzung der Ozeane. 40 Kamerateams haben dann an 200 Orten in 26 Ländern 1000 Stunden Bildmaterial gedreht. Gekostet hat das Gesamtprojekt, bestehend aus einem Film und einer TV-Serie, 47 Millionen US-Dollar. Einige der Höhepunkte möchte ich an dieser Stelle nochmal hervorheben. Erstmalig wurden Hochgeschwindigkeitskameras, mit denen man normalerweise Crashtests dreht, außerhalb eines Studios verwendet. So konnten wir beispielsweise die Beutejagd des Weißen Hais, aber auch die des Geparts aufnehmen. Die Bilder von der Kirschblüte entstanden mit Hilfe moderner Zeitrafferaufnahmen. Noch nie konnte jemand das Balzritual der Paradiesvögel im dunklen Regenwald von Papua-Neuguinea filmen. Dank der neuen HD-Technologie konnten wir nun auch sehr geringe Lichtverhältnisse erfassen. Zum ersten Mal seit 25 Jahren hat ein Kamerateam von der norwegischen Regierung Zugang zu den Rückzugsgebieten der Eisbären erhalten. Mit Hilfe eines Aufklärungsflugzeugs der nepalesischen Luftwaffe konnten erstmalig auch Aufnahmen vom Himalaya in fast 9000 Meter Höhe gemacht werden. Der Film Unsere Erde hat ein globales Anliegen und, wie ich trotzdem auch mit Bescheidenheit sagen möchte, nun auch einen globalen Erfolg zu verzeichnen. Schließlich zieht dieser Film ganze Familien und Generationen an. Um genau zu sein, 3 Generationen, nämlich die, die nachmittags bis zur Nachtvorstellung in die Kinos gehen, von Kind bis Eltern über Großeltern. Allein in Deutschland sind seit dem Start im Februar über 3,1 Millionen Zuschauer in die Kinos geströmt. In Frankreich haben mehr als 1,3 Millionen Menschen den Film gesehen. In Japan waren es sogar knapp 2 Millionen. Der Film wurde weltweit bereits an 11 Territorien ausgeliefert und in den USA wird der Film schließlich auch im nächsten Jahr herausgebracht werden. Dass es sich hier um eine bedeutende und wachsende Zuschauergruppe handelt, hat neben unserem Partner BBC auch ein anderer weiterer großer Medienkonzern inzwischen entdeckt. Walt Disney wird in 2 Wochen ganz in der Tradition seiner bisherigen erfolgreichen Marken ein völlig neues Unterhaltungssegment vorstellen, das Disney Nature Label Brand.
das sich ganz dem Kinodokumentarfilm widmen wird. Besonders freut uns dabei, dass der erste Film und das Flaggschiff dieser Markenstrategie unsere Erde sein wird. Der Zuspruch der Zuschauer macht Mut und zeigt, die Menschen sind empfänglich für solche Themen und werden weiter sensibilisiert. Stellvertretend möchte ich hierfür aus einem Gedicht zitieren, das uns die Klasse 4a der Astrid Lindgren Grundschule ins Herbst geschrieben hat. Wir haben uns den Film angesehen und können die Erde nun besser verstehen. Wir sehen die Welt mit anderen Augen. Wir müssen ihr helfen mit Ideen, die was taugen. Das sollten wir als Aufforderung dahingehend verstehen, dass die hier gewonnenen Erkenntnisse auch vor allem in diesem Raum die Köpfe von Politikern, Naturschützern und Multiplikatoren auch verlassen und ihren Weg zu den Menschen finden. Jenseits wissenschaftlicher Statistiken müssen wir es schaffen, die Sensibilität für unsere Umwelt und den Artenschutz auch emotional zu transportieren und für jeden erreichbar zu machen. Die Medien können hierfür ein wertvolles Instrument sein und wir als Medienunternehmer hoffen, mit unserer Erde einen Beitrag hierzu geleistet zu haben. Auf dem Kinoplakat von unserer Erde ist zu lesen, dass man die Welt so noch nie gesehen hat. Wir hier alle müssen nun für die künftigen Generationen alles Notwendige tun, damit der Werbespruch von unserer Erde nicht bald lauten muss: So werden Sie die Welt nie wiedersehen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.